Der Höhepunkt des heutigen Tages dürfte der Auftritt von Janet Yellen sein. Und da geht es um die Konsequenzen aus Corona, die finanziellen Folgewirkungen und was die neue Biden-Administration dagegen tun will. Wir schauen uns in diesem Video mal an, welche Konsequenzen diese ganze Corona-Geschichte in Zahlen, in Fakten hat und was das auch weltpolitisch vielleicht bedeutet. Ein kleiner Abriss gleich zum Frühstück. Schauen wir uns die Dinge mal an. Janet Yellen wird also heute eine Rede halten. Man weiß schon vor dem US-Senat, da muss ja bestätigt werden, da weiß man schon, dass hier natürlich Rock'n'Roll passiert. Janet Chloroform, wie manche böse Zungen sagen, wird also auftreten. Aber sie hat schon rhetorisch eine Bombe platziert. Man weiß so ziemlich, was sie sagen wird. Sie sagt faktisch, dass natürlich man durchaus nicht ignorieren will, dass massive Defizite der USA, die massiven Schulden der USA, aber es ist jetzt eben so, so Janet Yellen, dass die Zinsraten sehr niedrig seien und dass es jetzt Zeit sei, go big zu gehen. Also jetzt muss man richtig mal Gas geben. The small thing we can do is act big. So wörtlich wohl die Aussage von Janet Yellen. Wenn wir uns jetzt mal das Handelsbilanzdefizit der USA anschauen und eben das Defizit des Staates, dann sind wir bei knapp 16% des BIP. Also da ist man schon durchaus big dabei. Da ist durchaus eben diese Verschuldung massiv. Wie schlimm ist das? Naja, wir sehen, dass diese Verschuldung weiter steigen wird. Wir hatten ja jetzt November, Dezember das größte Volumen an Anleihen, das die Amerikaner jemals platziert haben. Wir haben im Jahr 2020 jeden fünften Dollar, der jemals gedruckt wurde, der wurde im Jahr 2020 gedruckt, um einfach mal ein paar Perspektiven aufzuzeigen. Jetzt ist natürlich wichtig, was machen die Zinsen? Also, wenn die Amerikaner jetzt Anleihen emittieren, um damit ihre Schulden zu finanzieren, wie teuer wird das? Wie hoch ist die Zinsbelastung? Und wir sehen, die ist jetzt noch relativ niedrig, sodass sich der Anteil am BIP, den die Amerikaner für die Zinsleistung erbringen müssen, relativ gering ist. Aber bedeutet auch, die Zinsen dürfen auf keinen Fall steigen, sonst wird eben diese Verschuldung immer teurer und damit untragbarer. Aber weiter im Text. Was sagte Janet Yellen heute? Dennoch, sie sagt ja, wir müssen einfach den Markt entscheiden, was mit dem Dollar ist und wir wollen nicht versuchen, den Dollar zu schwächen, um uns dadurch einen Vorteil zu verschaffen. Nein, also es ist ja faktisch so, dass die US-Finanzminister immer nach außen hin sagen, wir wollen einen starken Dollar, aber natürlich mitmachen im globalen Abwertungswettlauf und faktisch einen schwachen Dollar wollen. Das ist beim Euro wahrscheinlich ähnlich. Und interessant ist, wenn wir uns mal anschauen, wie eigentlich die US-Märkte in Relation zum Dollar performen im Vergleich zu den globalen Aktienmärkten, dann sehen wir, es gibt da einen Zusammenhang. Normalerweise schwacher Dollar performen die US-Aktienmärkte schwächer in Relation zum globalen Aktienmarkt. Jetzt ist der Dollar aber in den letzten Monaten und den Jahren doch sehr, sehr schwach, aber die US-Aktienmärkte halten sich noch sehr, sehr gut. Da ist eine Lücke, die wird wahrscheinlich in der Biden-Amtszeit geschlossen werden. Und es gibt noch eine Konsequenz dieses Stimulusprogramms. Jetzt wollen ja Biden und die Seinen 1,9 Billionen hier rein investieren in den Stimulus. Wird wahrscheinlich am Ende weniger sein, aber sei es drum. Jedenfalls ist es so, dass wir sehen, dass je mehr Zuwendungen die Leute vom Staat bekommen, hier in diesem Fall eben Stimulus, umso höher ist die Commodity Price Inflation. Also umso höher steigen die Rohstoffpreise. Hier sieht man diesen Zusammenhang seit den 1960er Jahren. Also wenn viel Sozialleistungen ausgeschüttet werden, dann steigen die Rohstoffpreise. Welche Rohstoffpreise? Das sehen wir hier, nämlich es sind vor allem die Grains, also es sind Agrarrohstoffe im weitesten Sinne, die deutlicher steigen als die Industrial Metals, also als die Industrierohstoffe. Und das ist ein Trend, der ja schon angefangen hat, dass wir eine Agflation sehen, öfter ein Thema meiner Videos, wie Sie sich vielleicht erinnern. Und wir sehen jetzt noch als Gegenwind für die globale Weltwirtschaft, dass zum Beispiel die Preise, Shipping Prices für Transporte zum Beispiel von Shanghai nach Los Angeles oder von Shanghai nach Rotterdam durch die Decke schießen, vor allem die nach Rotterdam, also die nach Europa, da hat man teilweise zu wenig Container
derzeit schon. Und das erschwert die ganze Geschichte. Also wir sehen, da haben wir durchaus inflationäre Tendenzen. Nicht überall, aber vor allem in diesen Sektoren, die für die Menschen sehr wichtig sind, nämlich Nahrungsmittel. Und wenn das aus dem Ruder läuft, dann gute Nacht. Denn das darf nicht passieren, dass sozusagen die Nahrungspreise weiter explodieren. Das würde Unruhen nach sich ziehen. Apropos Unruhen, kommen wir zu dem letzten Amtstag von Donald, der heute nochmal ein Video raushauen will und da nochmal seine maßgeblichen Erfolge feiern will, also diese 7000 Kilometer Mauerbau an der Grenze zu Mexiko, das absolut abgebaute Handelsbilanzdefizit zu China und andere Erfolge. Jedenfalls sehen wir, dass hier Donald jetzt nochmal schnell einen Einreisestopp aufgehoben hat aus Europa und Brasilien. Jetzt sagt aber die Biden-Administration, das werden wir gleich wieder rückgängig machen. Also Donald gibt nochmal Gas an seinem letzten Tag und wie Insider berichten, ist Donald besonders sauer darüber, dass Celebrities, dass berühmte Leute wie etwa Jennifer Lopez, wie Lady Gaga, wie Tom Hanks bei der Amtseinführung von Biden auftreten werden, während die Stars damals, als Trump eingeführt wurde ins Amt, ihn eher gemieden haben. Das sind diese Relationen, glaube ich, in denen Donald Trump denkt. Celebrity, das ist für ihn wichtig. Er wollte auch der bekannteste Mensch der Welt werden. Das hat er dann durchaus ja auch geschafft. Aber dann hat er nochmal, unser Friedenspräsident, nochmal ein bisschen bombardieren lassen im Irak. Hier ist nämlich da eine Militärbasis offenkundig, die von Iran teilweise beherrscht wird, nochmal bombardiert worden. Aber das ist vielleicht wirklich seine größte Leistung, Nahosten, und dass er keinen Krieg angefangen hat, nicht weil er, glaube ich, jetzt ein Pazifist ist, sondern es hat sich nicht ergeben. Aber immerhin, das muss man wahrscheinlich anerkennen und respektieren. Aber was gescheitert ist, ist seine China-Politik auf ganzer Linie. Das Handelsbilanzdefizit der Amerikaner zu China ist größer geworden, trotz dem Handelskrieg. Und wir sehen hier ein Bericht aus dem Wall Street Journal, das zeigte, dass eigentlich die chinesische Volkswirtschaft, die amerikanische, erst im Jahr 2033 normalerweise überholt hätte durch Corona und das andere Management durch Donald Trump. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum er heute seinen letzten Amtstag hat, eben das schlechte Management von Corona. Wird das wohl schon 2028 passieren? Denn China kommt offenkundig aus dieser Krise besser raus als die Amerikaner. Und wir sehen hier, der Anteil der Welt oder Chinas am Welt-BIP sollte eigentlich viel langsamer steigen. So waren die Berechnungen vor Corona. Nach Corona sehen wir, dass wir also hier steil aufholen, eben weil die Restwelt außerhalb von Chinas schwächer ist, während China ja ganz tolle Zahlen liefert. Wir haben gestern das wunderbare BIP gesehen, 6,5%. Aber jetzt sagt eine neue Untersuchung, die sich Daten angeschaut hat, GPS-Daten von City-to-City-Truck-Flows, also von großen Lastwagen, die Waren transportieren. Da kommt man zu einem Schluss, dass im ersten Quartal 2020 das BIP Chinas, also in der Zeit, als China maßgeblich von der ganzen Corona-Geschichte betroffen war, nicht wie offiziell minus 6,8% ausgefallen ist, sondern faktisch minus 19,4%. Also faktisch die Krise in China viel, viel schlimmer war als offiziell bekannt gegeben. Und wahrscheinlich ist die Lage jetzt nach wie vor nicht so gut, wie die chinesische Führung sie unter Mao, Xi Jinping jetzt darstellt. Wir sehen jetzt auch die Zahlen in China wieder hochgehend, noch auf vergleichsweise moderatem Niveau. Das sind 100 und ein paar zerquetschte neue Corona-Fälle, aber es sind dennoch die stärksten Anstiege seit März des letzten Jahres. Kommen wir zu den Märkten, meine Damen und Herren. Wir haben heute jede Menge Zahlen aus der US-Berichtssaison. Netflix, Bank of America, Goldman Sachs werden dabei sein. Halliburton, Charles Schwab, also Broker, Banken und Öldienstleister und eben Tech mit Netflix. Und wir sehen, dass wir ganz tolle Zahlen ja geliefert haben in der Vergangenheit. Die größten positiven Überraschungen waren im zweiten und dritten Quartal, also in Corona-Zeiten. Ist klar, wenn du die Erwartung entsprechend gut absenkst, dann kannst du diese Erwartung auch schlagen. Das ist normal, würde der Francis sagen. Und das führt dazu, dass mit Stimulus, mit Fed, mit diesen tollen Erwartungen, die also dann überraschenderweise überboten werden, wahrscheinlich, wie Henrik Becker hier zeigt, wir jetzt nochmal einen Aufschwung sehen beim S&P 500. Er geht davon aus, dass der S&P noch über 3.900 Punkte steigen wird. Das wäre ein neues All-Time-High. Und wir haben dann ja heute das Treffen zwischen Merkel und
das virtuelle Treffen, das digitale Treffen zwischen Merkel und den Länderchefs. Gestern die Expertenrunde, man 8 Stück sind das, diese Experten, man empfiehlt dringend schärfere Lockdown-Maßnahmen, Homeoffice, FFP2-Masken, Schulen zu, Fragezeichen. Das Ganze soll also bis Mitte Februar jetzt verlängert werden. So viel scheint klar, die Zahlen aus Deutschland, 11.369. Nicht hoch, was die Corona-Zahlen betrifft, aber die Todeszahl relativ hoch an und mit Corona mit 989. Schauen wir mal, wie es rausgeht. Jedenfalls, das sind ein paar Relationen, was Corona dann faktisch weltpolitisch ändert, was es wirtschaftlich ändert, was es in Sachen Inflation ändert. Da versuchte ich ein kleines Streiflicht Ihnen mit an die Hand zu geben. Jetzt wünsche ich einen wunderbaren Start in den Tag heute. Endlich sind die Amis wieder dabei und schauen Sie mal rein bei finanzmarktwelt.de, meine Damen und Herren. Das möchte ich Ihnen noch ans Herz legen. Servus und ciao.